Die Herren dieser Art blend oft zu vieles Licht, sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Zitat aus Wielands Verserzählung Musarion ist heutzutage in verkürzter Form zur Redewendung geworden. Wenn wir sagen, dass jemand den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dann meinen wir, dass er etwas Offensichtliches nicht erkennt, keinen Durchblick hat, sich in Details verliert, eine verengte Perspektive hat und darum etwas, das er sucht, nicht findet, obwohl es sich genau vor ihm befindet. Wieland arbeitet an seiner Verserzählung Musarion, als er in Biberach Kanzleiverwalter war. 1766 scheint er die Arbeit daran zu intensivieren. Musarion erscheint 1768 in der Erstauflage. Vielleicht hat er einige der Zeilen hier in diesem Gartenhaus verfasst, das er sich 1766 bis 69 mietete, um in Ruhe schreiben zu können. Wovon handelt Wielands Erzählung Musarion genau? Musarion spielt in der Antike, und zwar vor den Toren Athens. Ein Jüngling namens Phanias verliebt sich in die kultivierte Hetäre Musarion und geht mit ihr eine Beziehung ein. Eine Hetäre ist eine Art Eskortdame der Antike. Als er sie jedoch mit mindestens einem anderen Mann in Flagranti erwischt, will er dem Leben und der Liebe entsagen. Er zieht sich in ein Landhaus zurück und orientiert sich an zwei Philosophen, die jeweils eine extreme Lebensphilosophie verfolgen. Während der Pythagoreer die Welt in mathematischen Formeln zu erklären versucht, will der Stoiker sein Leben mit Selbstbeherrschung, Gelassenheit und Weisheit bestreiten. Doch beide Theorien erweisen sich in der Realität als ungeeignet. Der Pythagoreer bemisst zur späten Stunde nur noch den Brustumfang einer hübschen Dienerin mit den mathematischen Formeln. Der Stoiker hat genug von der Selbstbeherrschung und betrinkt sich maßlos. Und genau diese Situation beschreibt Wieland mit dem Zitat: Die Herren dieser Art blend oft zu vieles Licht, sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie sind zu tief in ihrer Systemtheorie und haben den Blick für das Leben verloren. Am Schluss kommt Phanias wieder mit Musarion zusammen. Er hat sich keinem der beiden Philosophen angeschlossen. Wieland gibt keine eindeutige Antwort darauf, welche Lebensphilosophie die beste wäre. Es scheint ihm jedoch um eine Balance zu gehen, die zwischen sinnlichen Ansprüchen, Vernunft und Moral die Mitte sucht und auf absolute Positionen verzichtet. Angewandt auf unsere heutige Zeit könnte man Wielands Aussage auf verschiedene Lebensbereiche sinnvoll übertragen. Im alltäglichen Gebrauch mahnt die Redewendung dazu, sich nicht zu verzetteln, sich erreichbare Ziele zu stecken und die Zeit gut einzuteilen. Auch im privaten, zwischenmenschlichen Bereich könnte Wielands Text positiv gewendet werden. Jeder Mensch erlebt in der Liebe, Familie, in Freundschaften hin und wieder Verletzungen und Enttäuschungen. Die Frage ist, wie man mit diesen Enttäuschungen umgehen kann. Den Wald vor lauter Bäumen sieht man am ehesten nicht, wenn man nur um sich selbst kreist. Sich in die Lage anderer Personen einzufinden, die Perspektive zu wechseln, kann nützlich sein, um zu erkennen, wo der Eigenanteil liegt, dass eine Situation so schwierig ist, wie sie ist. Selbst im Politischen kann das Zitat Anwendung finden. Politik ist schließlich immer ein Ring um Gerechtigkeit, Vielfalt und Solidarität. Für eine gute Politik gilt es, Interessen gegeneinander abzuwägen, sich nicht in Details zu verlieren, sondern den Blick für das Große und Ganze zu behalten. Darum ist es für einen guten Politiker auch unbedingt notwendig, sich alle für und wider anzuhören, unterschiedliche Perspektiven anzuerkennen, um daraus schließlich die eigene Haltung abzuleiten. Auch Wieland fand es wichtig, eine Haltung zu haben. Ein Nihilist war er nicht. Darum ist es passend, dass auf der anderen Seite der Unterführung steht: If you stand for nothing, you will fall for anything. Was so viel bedeutet wie: Wenn du für gar nichts stehst, bist du wie das Fähnchen im Winde.